Einer der erfolgreichsten Autoren der DDR, Wolfgang Schreyer, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Zahlreiche seiner Werke erreichten sechsstellige Auflagenhöhen und wurden verfilmt. Schreyers Literatur beruht auf politischen Ereignissen. Die frühen Werke spielen oft in Lateinamerika, später auch in seiner Heimat der DDR. Für seinen Kriegsroman Unternehmen Thunderstorm erhielt er 1956 den Heinrich-Mann-Preis. Schreyer verfasste etwa 40 Bücher, die teilweise in 8 Sprachen übersetzt wurden. Zuletzt hatte der in Magdeburg geborene Autor in Ahrenshoop gelebt. Er starb am Dienstag im Kreise seiner Familie. Am Montag wäre Wolfgang Schreyer 90 geworden.